Hallo meine Freunde, es ist wieder Montag, es gibt ein Der Weg mit Daddy Let's Play. Ich freue mich riesig drauf. Alter, das Spiel, was ich jetzt dieses Mal zeige an die Daddys und Mamis da draußen. Es ist geil, es hat einen totalen Lernfaktor, es macht riesen Spaß. Also mir persönlich, ich habe total Spaß. Das Spiel heißt Math and Soccery. Solltet ihr mal mit eurem Kind ausprobieren. Am Anfang könnt ihr helfen, ich denke mal, das Kind ist sogar alleine spielen. Ob euer Kind es nämlich auch alleine spielen kann, das testen wir. Und denkt dran, mich zu abonnieren. Ich bin ein fleißiger Daddy und fleißige Daddys hauen jeden Tag ein Video raus. Deshalb ist auch für euch was dabei. Abonnieren lohnt sich. Da ist das gute Spiel Math and Soccery. Ich weiß gar nicht, was Soccery heißt. Müsste ich mal googeln. Okay, Prinzip. Ihr seht ja, ich bin der Velo Ostrich. Ich weiß auch nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin. Da ist Google drauf gekommen. Da ist eine Kiste, die können wir sammeln. In der Kiste waren Mana, Samen und Äpfel. Oh, danke, danke, danke. Also mit den Äpfeln können wir jetzt unseren Begleiter. Hier, der in der Mitte ist der Begleiter. Ihr werdet noch sehen, wofür der ist. Ich weiß es selber nicht. Vielleicht seht ihr es. Der Begleiter, da. Den können wir jetzt aufleveln. Er ist schon Level 2 und erhöht mein Glück. Ist das super. Dann haben wir hier noch einen kleinen Laden. In dem Laden könnten wir uns Karotten, Heiltränke oder Bambus kaufen. Brauchen wir, um diese tollen Begleiter aufzuleveln, habt ihr gerade gesehen. Dann können wir uns noch Edelsteine kaufen, weil mit den Edelsteinen kaufen wir uns. Hier diese Dinger. So, die kosten aber Mana. Und um uns Mana zu holen, müssten wir echtes Geld investieren. Da ist halt alles dabei. Aber gucken wir mal hier unten. Ihr seht, wenn wir den für 4,09 € oder 9,99 € entfernen, wir direkt die ganze Werbung. Leider gibt es in dem Spiel auch Werbung. So, dann seht ihr hier oben nichts wirklich. Leider, ich bin Level 4. Daneben seht ihr die Schriftrollen. Schriftrollen werden benötigt, damit ihr spielen könnt. Also ihr müsst Schriftrollen opfern, damit ihr spielen könnt. In anderen Spielen ist es Blitz oder Energie und die gibt es halt hier auch. Können wir mit leben im Prinzip. Hier, das ist der irre Professor, der mir alles beigebracht hat in dem Spiel, wenn man so möchte. Dann haben wir hier unten noch einmal, wie weit ich schon bin. Ich habe 6% des Spieles schon gespielt. Also ich habe Kapitel 1 durchgespielt, weil es mir erstens Spaß gemacht hat und zweitens wollte ich es. Dann sind hier die Erfolge, die man so freischalten kann. Es gibt einiges an Erfolgen. Dann haben wir hier die normalen Einstellungen. Wir können die Sprache ändern, Einkäufe wiederherstellen, das Intro nochmal ansehen. So, jetzt kommen wir schon zum Spiel. Wie der Titel sagt, heißt es Math and Soccery. Mich erinnert das Ganze irgendwie ans ganz frühere Final Fantasy. Ich war ein Final Fantasy Liebhaber. Vor allem Final Fantasy 7, ich weiß, die 90er Kinder da draußen werden sich daran erinnern, es war geil. So, wir drücken mal auf den Wald. Hier im Wald war ich selber noch nicht. Wir fangen an. Unser Gegner ist einmal hier so ein Krabbelkäfer. Okay, wir drücken drauf, opfern 6 Schriftrollen, da ist der Krabbelkäfer. Ihr seht dort dieses Ausrufezeichen, das heißt, er greift im nächsten Zug an. Solltet ihr vielleicht wissen. Wir markieren ihn, indem wir auf ihn drauf drücken und drücken nach unten auf Angriff. Und jetzt müssen wir Matheaufgaben lösen. So, ich habe ein paar Aufgaben geschafft und mache ich ihm Schaden. Jetzt greift er mich wieder an. Ihr habt das Spielprinzip verstanden. Im Kapitel 1 waren es jetzt nur Plusaufgaben. Hier kamen gerade noch ein paar Minusaufgaben hinzu. Wir probieren es trotzdem nochmal hier. 17 minus 3 sind 14, das sind 8, das sind 19, das sind 15, das sind 12, das ist 1, das ist... kam ich jetzt nicht so schnell. Also die Aufgaben, man hat ziemlich wenig Zeit. Mein Rekord liegt bei 8 Aufgaben, die ich jetzt hintereinander gelöst habe. Jetzt haben wir gewonnen, wir bekommen dafür Mana, haben das in der Beute gekriegt. Wir könnten unsere Beute verdoppeln, indem wir hier unten auf die Werbeanzeige gucken. Machen wir nicht, wir sammeln es ein und schon haben wir Kapitel 1 im Wald, Abschnitt 9, erledigt.
An sich finde ich das Spiel wirklich super, weil man halt diese Matheaufgaben lösen muss. Jetzt mal ehrlich. Und anhand der richtigen Lösungen macht man dem Gegner Schaden. Ist das geil. Das Prinzip finde ich einfach super. Natürlich könnte man hier und dort ein bisschen an der Umsetzung arbeiten, sprich Grafik oder verschiedene Angriffe auswählen. Wenn man 10 Aufgaben richtig hat, hat man den Spezialangriff und bla bla bla. Sowas wäre auf jeden Fall cool. Fördert auf jeden Fall das mathematische Denken eures Kindes. Komm, die nächste Mission machen wir auch. Ich will euch natürlich noch was zeigen. Jetzt haben wir hier nämlich zwei Gegner. Wir markieren beide. Zack, zack. Und jetzt müssen wir drei Aufgaben lösen. 9, 17, 16, 14, 9, 11. So, oh Gott, ja. Ihr habt gesehen, je mehr Gegner man markiert, desto länger wird die Aufgabe im Endeffekt. Und ja, desto schwerer wird das Ganze dann auch. Hier haben wir 15, 17, hier haben wir 0, hier haben wir 11, minus 6, und hier haben wir 12. So. Oh Gott, der eine Käfer ist aber hartnäckig hier. So, jetzt haben wir den Gegner besiegt. Jetzt sind es wieder nur noch einfache Aufgaben. Das sind 16, das sind 8, das sind 9, das sind 2, das sind 14, das sind 11. Tada! Bam! Und wir haben gewonnen. Wir haben den Gegner besiegt. Ja, das Helferlein, was wir am Anfang aufgelevelt haben, bringt halt wirklich nur den Bonus. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Glück. Durch das bisschen mehr Glück machen wir mehr kritische Angriffe. Ansonsten habe ich das Helferlein noch nicht kämpfen sehen. Schade. Ich denke, ihr habt das Spielprinzip verstanden. Jetzt seht ihr nach zwei Runden, es ist noch wirklich keine Werbung gekommen. Es kommen sonst wirklich halt nach jedem dritten, vierten Spiel kommt dann eine Werbesequenz, die man überspringen kann nach 5 Sekunden. Das ist ziemlich nervig, aber die Entwickler wollen natürlich, dass man die Kosten übernimmt, also sprich, dass man das Spiel kauft, dann wäre die Werbung natürlich auch freigeschaltet oder weggeschaltet, habt ihr gesehen. Ich denke, ein Adblocker tut es in der Sache auch, aber bitte keinen Adblocker runterladen, die Dinger sind böse. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Denkt dran, der Daddy ist ein fleißiger Daddy und ihr kriegt jeden Tag ein Video und irgendeins davon wird auch euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, haut rein!